Natürlich ist das Wichtigste, Fluchtursachen vor Ort erst einmal zu bekämpfen. Das heißt, das Errichten von Mauern und die Abschottung wird das Problem nicht lösen, sondern man muss ganz klar versuchen, zumindest die Aussicht auf Verbesserung des Lebens auch in anderen Ländern durch Hilfe, durch Entwicklungszusammenarbeit, durch Chancen hinzubekommen. Man muss mit den Regierungen sprechen, damit sie ihrer Jugend auch eine Chance geben. Man muss natürlich den illegalen Schleppern und Menschenhändlern auch das Handwerk legen, weil damit sehr viel Geld in ein System kommt, das Korruption fördert, das auf den Knochen von Menschen sich ausbreitet, das oft sehr verbunden ist auch mit der organisierten Kriminalität des Drogenschmuggels. Und deshalb ist die erste Aufgabe, zwischen den Staaten zu versuchen, aus Illegalität Legalität zu machen.